Das Weinen am Ende des Korridors. Okay. Folgen wir dem Weinen. Oh man. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part. Layers of Fear Legacy. Okay. Ich will es eigentlich nicht, aber wir müssen. Wir müssen weiter. Auf geht's. Jumpscare? Wird es ein Jumpscare geben? Ein Jumpscare des Todes hinter der nächsten Tür. Ich sehe es doch schon kommen. Bitte nicht. Tür verschlossen? Natürlich. Wir müssen durch diese Tür. Bitte keine Jumpscares. Ich hasse Jumpscares. Muss nicht sein. Okay, jemand hier? Hallöchen. Oh nein, es wird leise. Guck gar nicht hin. Okay, hier komme ich nicht durch. Versuche nicht hinzugucken. Okay. Ein Regal. Voller Sachen. Oh, ich hab Schiss bei diesem Spiel. Glaubt er mir ja nicht. Jetzt ist die Tür auf einmal verschlossen. Ich glaub's nicht. Wir sind in eine Falle getappt. Och nee. Noch nie hat mir ein Horrorspiel so viel Angst bereitet. Oh Mann. Es sollte aufhören damit. Die ist doch nicht toll. Die ist auch so dunkel in diesem Zimmer hier. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas erkennen könnt. Okay. Da geht's weiter. Okay. Türen öffnen und weitergehen. Oh, jetzt sind wir wieder unten im Speisesaal hier in der Küche. Die kennen wir doch, die Küche hier, diesen Raum. Ist uns bekannt. Hier gibt es ein paar Zettel. Können wir uns die durchlesen? Nein, erstmal nicht. Und weiter wird gegangen. Okay. Tür lässt sich nur schwer öffnen. Na komm. Ah, zieh! Du kriegst sie auf. Tür ist öffnenbar. Es ist möglich. Boah, das war ein heftiger Ruckler. Na komm. Komm. Ah. Die Tür ist nicht verschlossen. Es geht. Da kann man durch. Och nee. Ah! Ach du Scheiße. Wirft jemand mit Messer nach mir. Es ist dunkel. Sehr dunkel. Viel zu dunkel. Oh, Kacke. Ich sehe nichts mehr. Irgendwas geht hier vor sich. Eine Tür. Verschlossen. Natürlich. Verschlossene Türen und Dunkelheit. Okay. Kann ich hier irgendwas machen, hier irgendwas öffnen, was mir Licht bringt, was mich weiterbringt auch? First, I'd look. A canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those Brett ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then
flayed the skin. Boah. Booze helped keep my hand steady. Boah. Tu's nicht. Tu das nicht. Ist jetzt wieder heller geworden? Nicht wirklich. Ja, jetzt kann ich durch. Okay. Ein weiteres Porträt. Ein Gemälde. Das gleiche Gemälde. Okay, ich kann wohl irgendwas freiwischen. Dann steht was Neues raus. Paviane. Blutige Paviane. Okay. Da steht was über der Tür. Shapeless Dreams. Na toll. Okay, weitere Türen, weitere Gänge. Es geht immer weiter lang. Ein Fahrstuhl. Okay. Das ist ja was ganz Neues. Ein Fahrstuhl. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Ist eher schlecht als recht, aber... Okay, rotes Licht. Fahrstuhltür erstmal zuziehen oder was? Dann bin ich ja gefangen im Käfig. Das mache ich sehr ungern. Okay. Das war vielleicht ein großer Fehler. Aber es geht aufwärts. Und da haben wir neue Gänge. Und neue Bereiche. Okay. Und wo geht es hin? Wo halten wir an? Hier halten wir. Okay. Die Tür wieder auf. Und hindurch. Weiter geht's, die Horrorreise. Durch das Anwesen. In neuen Etagen und neuen Ebenen. Anstatt einfach raus und runter zu gehen, gehen wir weiter hoch und in neue Ebenen. Okay, hier sind alle Türen verschlossen. Eine teure Ming-Vase. Weiß nicht, ob das eine Ming-Vase ist, aber es ist eine antike, teure Vase. Na, da können wir hindurch. Ein Stuhl. Ein sehr kleiner Raum. Schön. Was machen wir mit dem Stuhl? Ein Gemälde. Wir können auch keine Items mitnehmen. Wir können uns nicht einfach... Doch, den Schlüssel können wir uns mitnehmen. Wir können uns nicht einfach eine Kerze grabben und damit weiterlaufen. Ui, das Fenster sieht sehr schlimm aus. Meine Güte. Klaviermusik. Wie kommt das? Von der Dame hier oder was? Zettel, die vorgelesen werden können. Notenblätter. Okay. Schöne Sache. Das Bild verschwimmt. Okay. Es verändert sich. In meiner Perspektive zumindest. Okay, können wir jetzt wieder raus? Können wir weiter oder betrachten wir das Bild noch ein wenig? Ich fühle mich auf jeden Fall hier nicht wohl. Schon lange nicht mehr. Genau genommen seit dem ersten Part. Okay. Können wir den Schlüssel einsetzen? Scheinbar nicht. Können wir diese Tür aufschließen? Wir können es. Und können hindurch.
in weitere Korridore. Okay, hier eine Tür. Okay, sehr ruhige Geräusche. Die gefallen mir nicht sehr. Eine Schranktür. Okay. Tapsende Geräusche, so wie es klingt. Oder Feuergeräusche oder irgendwas ähnliches. Ich kann es nicht klar identifizieren. Okay, hier geht's eine Treppe hinauf. Auf den Dachboden. Ach du Schande. Was wollen wir denn auf dem Dachboden? Kann man tief fallen. Bitte keine Jumpscares, liebes Spiel. Was wollen wir auf dem Dachboden? Sind wir denn wahnsinnig? Ja, sind wir. Aber was zum Geier? Okay, der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Was suchen wir hier oben? Okay. Eine Alkoholbuddel. Können wir hier weiter durch? Türen über Türen. Hinauf und hinunter. Immer weiter voran. Okay. Seit wann haben wir so ein Apartment hier auf dem Dachboden? Das ist doch längst nicht mehr der Dachboden. Okay. Saloons und weitere Räume. Kann es sein, dass wir hier schon mal waren? Okay. Kannst du mir doch nicht verraten. Er kann es mir doch nicht im Ernst erzählen, dass man vom Dachboden in so einen Salon kommt. Dass das die Wege sind, die man unter normalen Umständen gehen würde. Eine weitere Tür, ein weiterer Korridor. Oh! Ich sagte bitte keinen Jumpscares. Das war deutlich ein Jumpscare. Holla! Okay. Da komme ich nicht durch. Natürlich komme ich durch die Tür, vor der ein Kerzenleuchter steht. Kronleuchter nicht, aber Kerzenleuchter. Okay. Immer weit voran, immer weiter. Die bleiben nicht stehen. Okay, der Raum sieht doch sogar schon ganz hübsch aus. Ein Stillleben hier. Früchte auf einem Teller serviert. Angenehme Sessel. Ist da was, was ne? Das ist ein Brief. Kann ich den öffnen? Kann ich den lesen? Scheinbar nicht. Ein Spiegel oder was? Oh. Jetzt bin ich durch den Spiegel getreten oder was? Aha. Okay. Läuft bei mir. Und jetzt bin ich in der Spiegelwelt. In der Parallel. Universumswelt. Hundegekläffer. Okay. Wow. Das Bild verbrennt. Und der Hund. Oh wei. Das arme Ding. Und nun, weiter voran. Wir sehen hier grausige Bilder. Aber wir kommen auch heute sehr viel weiter. Sehr viele Gänge haben wir heute durchkreuzt und sehr viele Türen sind wir durchschritten. Ah, die Vase kennen wir doch von irgendwoher. Die sollte uns bekannt vorkommen. So. Boah, meine Füße zittern hier. Meine Beine werden weich. Das ist nicht der Horror, der mir gefällt.
Tür verschlossen. Das ist in Horrorspielen üblich. Kommt nicht sehr selten vor. Ich mag Resident Evil Humor. Nicht Humor, ja. Horror. So verwirrt bin ich schon. Nicht diesen Horror. Den mag ich nicht so sehr. Tür öffnen. Hindurch. Oh! Ein Gesicht. Okay. Ein Gemälde hinter einer Tür. Hindurch können wir nicht. Drehen wir uns um. Oh, der Raum. Der war da, war aber anders. Der war so nicht. Das Gemälde nochmal ein kleiner. Och, Mensch. Alter. Der Flur hier nochmal. Oh, ich zitter mittlerweile am ganzen Körper. Alter. Das macht mich hier langsam fertig. Die plötzlichen Momente. Ich bin so schreckhaft. So ein schreckhafter Mensch. Och. Türen und Gänge, die sich plötzlich auftun. Was machst du mit mir, Spiel? Das kannst du nicht mit mir tun. Och. Das ist nicht gut für mich. Och, Mensch. Ich hasse diesen Gang. Nein. Obwohl ich mittlerweile damit rechnen müsste. Das erschreckt mich. Uah! Verdammt. Das erschreckt mich immer wieder. Einen anderen Weg. Können wir einen anderen Weg gehen? Okay. Da können wir bestimmt lang. Bestimmt schöner und besser. Da fällt der Ventilator von der Decke. Na toll. Juckt mich gar nicht mehr, was hier passiert. Ich laufe einfach weiter. Ich laufe hier hindurch. Soll alles zusammenkrachen hinter mir. Solange es nicht vor mir tut. Ich will hier weiter. Immer weiter voran. Die Tür verschlossen. Selbstverständlich. Die Tür offen. Ich kann hindurch. Wow. Dies förmlich aufgestoßen hat mich durchgelassen. Entschlüsse oder was? Okay. Die Tür verschlossen. Ich kann die Schlüsse nicht einsetzen. Okay. Was nun? Da klopft doch was. Oh nein, steht jemand vor der Tür und will hinein. Nee, gerade nicht. Oh wei. Oh Kacke, eingesperrt in einem kleinen Raum. Und irgendjemand scheint mit Gewalt hineinkommen zu wollen. Oh Mann. Was mache ich hier nur? Eine Alkoholflasche, die könnte ich hier langsam gebrauchen. In dem Spiel. Wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Ich glaube, das ist das Beste hier. Für diesen Moment. Däumchen nach oben, so es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn euch die Türen und Gänge gefallen haben. Man sieht sich im nächsten Part. Haut darin. Ciao, ciao. Hier kommen wir im nächsten Part irgendwie raus. Und zwar so. Ja, bis dann. What do we do when we fail? We start over.